Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 3. Wir sind jetzt gerade nicht mehr in der Wüste, denn ich will mit euch jetzt Bazir erledigen. So, ich habe im Internet gelesen, wie man ihn platt machen kann. Ich habe ihn gerade schon einmal angesprochen, da hat er nur sowas gesagt wie von wegen bist du auch gekommen, um mich zu verhöhnen. So, jetzt werde ich einmal weiter mit ihm reden. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Gut, ich wusste gar nicht mehr, dass ich die eingesammelt hatte. Zeig mir deine Ware. Eine Steintafel, Heiltrank, sehr schön. Fläschchen, kann ich auch gebrauchen. Was ist das denn? Schade, dass ich dem das nicht abnehmen kann. Weil Magierstäbe, die sind richtig Kohlewelt. Welt, sag ich schon. So. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz speichern, denn ich habe im Internet gelesen, dass man es am besten einmal, ups, einmal werde ich einmal Krankheit übertragen. So. Und dass ich den mit dem Zauber belegen soll. Und dass ich ihn so aus der Stadt locken soll, denn Basir muss ja folglich töten, sterben. Ja, und ich habe halt, ich wusste überhaupt nicht, wo der hätte sein können. Und da habe ich dann halt im Internet gelesen, dass der wohl in Monterra sitzt. Da hat nämlich auch jemand im Forum reingeschrieben, von wegen, wie soll man den platt machen, ohne ganz Monterra direkt auszulöschen. So. Und das war's mit dir. So, das war das Geschäft mit Basir. Oh gut, die Zeit geht noch weiter. Ich lese jetzt mal kurz die Steintafel und begebe mich wieder nach Bensala. Ja, ihr hört ja, ich bin immer noch krank. Aber was tut man nicht dafür, um einfach mal ein bisschen weiter zu zocken? Mit wem musste ich denn da nochmal reden? Nee, mit ihm nicht. Dann wahrscheinlich mit. Das Geschäft ist abgeschlossen. Basir ist tot. Und Belials Macht wächst weiter. Ich werde dafür sorgen, dass man davon erfährt. So, schön. So, wir sind hier erstmal fertig. Gott sei Dank. Ich bin nicht wirklich ein Fan von dieser Stadt. Ich denke mir da doch. Nee. Also mit so vielen Untoten und ähnlichem Gedönse will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Das ist mir alles nicht so ganz geheuer und ich werd auch ein bisschen paranoid, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber wir sind ja jetzt hier erstmal aus der ganzen Scheiße raus. Hier ist noch die. Ach ja, hier ist ja noch die Mine, wo wir den armen Sklaven befreit haben. So, jetzt muss ich erstmal. Ich muss irgendwie. Ach so, der Weg geht. Genau, so geht der weg. Geht der Weg, nicht weg. Na, hier vorne. Ach, noch mehr Sandcrawler. Warte mal, was brauchte ich denn nochmal hierfür? Ach, Jagdgeschick fehlt mir. Okay. So, was ich sagen wollte, hier vorne ist auch noch ein Nomadenlager.
das werde ich mich aber erst im Nachhinein kümmern. Denn ich will jetzt erstmal nach Bakaresch. Ich will wieder mehr mit normalen Menschen zu tun haben und nicht mit so vielen Zombies. Die sind, wie gesagt, die sind mir alle nicht so geheuer. Trotzdem frage ich mich, ups, Inventar. Ach Quatsch, den Adern, ach ja, den Adamsring habe ich ja schon die ganze Zeit. Aber da fehlt mir trotzdem noch was. Der Helm, das Gewand, noch irgendwas. Ich muss mich da nochmal schlau machen, was nochmal die ganzen Adanos-Artefakte waren. Weil das kriege ich jetzt echt nicht mehr so ganz auf die Kette. Gut, ich weiß, irgendwo mein Bakaresch war da auch ein Teleportstein. Jetzt schlag mich tot, ich weiß nicht mehr wo. Mir fällt gerade mal auf, ich habe die letzten Folgen ein bisschen überzogen, glaube ich. Benito. Halt! Das hier ist Bakaresch, Tempelstadt der Assassinen. Was willst du hier, Fremder? Gehörst du zu den Räubern? Ich gehöre zu niemandem. Dann bleib dabei und lass dich nicht mit den Räubern ein. Erzähl mir was über die Stadt. Es kommt nicht oft vor, dass sich Fremde hier einfinden. Such Ashnu auf. Er wird dir weiterhelfen. Wie ist die Lage? Es sieht nicht gut aus. Vor der Stadt treiben sich Nomaden rum. Diese verdammten Räuber haben die Oase überfallen. Geh in die Stadt und berichte Silvio davon. So, ich muss ja erstmal Silvio irgendwie Bescheid sagen. Warte mal, auch ich latsche hier einfach mal runter und dann latsche ich hier einmal rum. Dann sehen wir da noch einen Lurker, also einen Sand Wüstenlurker, Sandlurker, ja Sandlurker. Weich nicht zurück, ich will dich doch nur schlagen. Komm schon. Oh, zwei Schläge nur. Die haben aber gut gesessen. Ja, komm, komm. Jetzt weich nicht so viel zurück. Lass dich schlagen. Du hast sowieso ein halbes Leben schon verloren. Zack. So. Eben kurz die Sandlocker looten. Und dann geht's weiter in die Stadt. Ein Krokodil. Echt jetzt? Muss das jetzt sein? Ich finde das ja schon richtig geil. Ich feier das Spiel. Also ich kann es immer nur wieder aufs Neue sagen. Ich feier das Spiel. So. Ich bin Silvio, das hier ist Bakaresch. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Wir sind hier eine hübsche, ruhige Tempelstadt und so soll es auch bleiben. Wenn du in den Tempel willst, sprich mit Amul. Und wenn du noch eine Runde quatschen willst, geh zu Ashnu. Er redet viel und gerne. Ansonsten zeige ich dir, wie du mit Räubern fertig werden kannst. Hast du Arbeit für mich? Du willst dich nützlich machen. Akrabor bewacht den Nordzugang der Stadt. Er hat mir schon länger keinen Bericht mehr erstattet. Geh und sieh nach, was da los ist. Und wenn du schon dabei bist, sieh auch mal nach Benito. Er hält die Stellung im Süden. Benito schickt mich. Was hat er zu berichten? Die Oase vor der Stadt wurde von Nomaden überfallen. Verdammt! Das sind schlechte Nachrichten. Das wird Tiskar gar nicht gefallen. Im Süden werden wir mal besser vorsichtig sein. Hier. Das ist für dich. Und mach weiter so. So. Und weiter geht's. Warte mal, ich glaube irgendwie die
Teleportstein war irgendwo. Gute Frage, nächste Frage. Ey, du musst. Nee, das war's nicht. Aber Heilzauber ist auch nicht schlecht. Kann ich auch immer gebrauchen. Oh, mal schauen, ey. Löwen interessieren mich gerade nicht. Oh. Boah, keine Ahnung. Ey, ganz im Ernst, ich habe jetzt echt null Peilung, wo das sein könnte. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, denn Wie ich denke, wird bald hier, wird das das ist hier. die Stadt mit der größten Arena in ganz Gothic. Und da bist du dir ganz sicher. Ist der Turm da am Schimmeln oder was? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich glaube, der Turm ist am Schimmeln. Igitt. Denn, Es ist tatsächlich so. ja. In der Arena, da werde ich mich, Du solltest aber vorsichtig sein. in den nächsten beiden Folgen werde ich mich, da prügeln. Das kann ich dir Vorher kann ich noch versichern. mit Jaffa und also den ganzen Händlern hier kann ich noch ein bisschen quatschen und vielleicht mache ich hier noch die Entdeckung, wo der Teleportstein sein könnte. Oder war der nicht irgendwie hier bei ihm? Ach Quatsch. Ha, direkt hinter ihm liegt der Teleportstein. Jetzt ist er mir. So, und ich möchte jetzt gerne mit Jaffa reden. Oder so. Nee, 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 nee. Hier ist ja noch ein Sklave. Sklavenhändler, Ich also. bin Aldo. Bei mir bekommst du, was immer du brauchst. Und wenn Belia meinen Sklaven nicht völlige Dummheit beschert hätte, könnte ich dir auch Artefakte anbieten. Brauchst du Hilfe? Du meinst wegen meiner unfähigen Sklaven? Du könntest die alle verprügeln, aber das bringt nichts. Das habe ich schon getan. Ich dachte eher an die Artefakte, die du suchst. Ah, aber natürlich. Du musst wissen, ich suche nämlich drei ganz besondere Artefakte. Ich habe alte Inschriften gelesen. Es sind Schatullen. Sie gehörten einem Priester des alten Volkes. Er war bestimmt ein angesehener Mann. Und wenn ich diese Schatullen besitze, werde auch ich ein angesehener Mann sein. Ich sehe mich mal um. Auch du wirst im Ansehen von Bakare steigen, wenn du sie mir bringst. Schon gut, ich denke, ich hab's kapiert. Ups, ja Zeig mir gut, habe deine ich den Ware. geklaut. Schön. So, und reden wir jetzt mit Jaffa. Willkommen in Bakarisch. Ich bin Jafar, Händler der Waffen. Wirf ruhig einen Blick auf meine Klingen. Es ist beste Ware aus Ben Salla. Zeig mir deine Ware. Aber auch nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, dann rede ich jetzt mal mit den anderen noch, denn die Folge. Willkommen, Pilger. Ich bin Carlos, Händler der Sklaven. Wie laufen die Geschäfte? Ah, bisher lief es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings könnte ich trotzdem etwas Hilfe gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Verstehe. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Ja, gut. Ja, ich werde hier erstmal ein paar Quests annehmen und dann werde ich in der nächsten Folge anfangen, die Quests abzuarbeiten. Willkommen in Bakarisch, Pilger. Ich bin Ashnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Belias. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf das sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst, wirst du mit der Statue unten Vorlieb nehmen.
Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf, oh Pilger. Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Arena kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt. Erzähl mir was über die Schwarzmagier. Die Magier kümmern sich um alles. Sie beten für uns zu Beliar. Aber sie kümmern sich auch um den Tribut und um unseren Schutz. Ihr Wort ist uns Befehl, und an ihrer Spitze steht der alte und weise Zuben. Doch ihn wirst du hier nicht treffen. Er wacht über uns alle in seinem Palast in Ishtar. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen, Sohn der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Gut, ich muss die Händler überzeugen. Aber wie gesagt, das werde ich in den nächsten Folgen, werde ich das alles erledigen. Vorher kann ich jetzt erstmal hier mit und seine Herrschaft wird kommen. Amul und Amman. Und Beliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Willkommen in Bakaresh, der Stadt Beliars, Pilger. Mein Name ist Amul. Ich bin einer der Schwarzmagier. Kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Belias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Bakaresh verdient gemacht hast. Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich! Alles Weitere wirst du schon alleine herausfinden. Nee, der braucht ja gar nicht fragen, ob der mich im Tempel lässt. Das wird ja nicht geschehen. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden wir zittern. Komm, gib's mir. Sag schon. Was muss ich tun, damit du mich in den Tempel lässt? Du wirst den Tempel erst betreten, wenn Amul es dir gestattet. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, Raid steht da schon. Die aber unter euch, naja, egal. Die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. Ahmed. Ich bin Ahmed. Ahmed, der Vielseitige. Du kennst dich mit Waffen aus? Ich beherrsche verschiedene Kampfstile. Wenn du Gold hast, bringe ich dir was bei. Ist es zu spät. Dann unterrichte mich. Natürlich. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir beschützen euch. Dazu bist du noch nicht bereit, um seinen Zorn von euch fernzuhalten. Egal. Hey, du. Ja, genau du. Dich meine ich. Was willst du? Du siehst aus wie ein Mann, der schnell viel Gold verdienen will. Die Assassine. Wir sind das erwählte Volk. Halt doch mal die Fresse da hinten, ey. Meine Fresse. So, mit Hernado werde ich später reden, weil durch ihn kann ich hier in der Arena kämpfen, aber ich denke mir jetzt erstmal, bevor ich jetzt großartig weitermache, werde ich einen Cut machen und werde in der nächsten Folge weitermachen, denn während der Aufnahme ist es jetzt schon etwas später. Dennoch wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das sehen werdet, und macht's gut, Leute. Bis dahin.